Hey, Chris. Hallo, Peter. Weißt du, ich hab mir gedacht, als ich so alt war wie du, hat mir mein Onkel Roy ein Bier angeboten. Nach dem Trinken war ich so aufgeregt, dass ich einschlief. Ich muss im Schlaf gezappelt haben, denn als ich aufwachte, hatte ich keine Hose mehr an. Onkel Roy habe ich danach nie wieder gesehen. Stellte sich raus, wir waren nicht mal verwandt. Aber dass er damals ein Bier mit mir geteilt hat, fand ich absolut mega cool. Doch die Zeiten haben sich geändert. Ich habe Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir es uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ist das eine gute Idee? Ich sag dir was, ich fang an. Jetzt geht's. Jetzt geht's mir besser. Ist der Stoff auch sicher okay? Also die Typen, die es hergestellt haben, sind tot. Warum ist in der Wand da kein Loch? Das Ding da nervt mich brutal. Dann mache ich mal einen Abgang. Also, möchtest du mich deinen Freunden vorstellen? Das ist Trapjaw, das ist Optimus Prime, das ist Destro und das ist ein Glücksbärchi. Macht ihr eine Teeparty? Nein, wir besprechen hier ein Bauvorhaben. Trapjaw möchte ein nicht genehmigtes Gebäude innerhalb von 3 Metern Abstand zur Grundstücksgrenze von Optimus Prime errichten. Destro als Stadtrat kann Trapjaw nur eine Genehmigung für ein Nutzgebäude erteilen und selbst dann darf es nur hinten auf dem Grundstück gebaut werden. Und das Glücksbärchi ist nur ein Glücksbärchi. Scheiße, ich bin kurz vorm Abheben. Ich weiß nicht, Lois, ich habe alles versucht. Keine Ahnung, was ich sonst noch hätte tun können. Du musst dich einfach mehr anstrengen. Du musst deine Kinder wissen lassen, dass sie dir etwas bedeuten. Ich versuch's, Lois. Kinder, kommt rein, euer Vater hat euch was zu sagen.